freue mich heute in Passau zu sein. Und ich merke, ihr scheut wirklich auch keine Mühe, mir Preußen, eure bayerische Lebensart nahezubringen. Das war schon richtig eindrucksvoll. Ich muss noch ein Geständnis vorab schicken. Das ist wirklich die erste Aschermittwochsrede, die ich in meinem Leben jemals gehalten habe. Also bitte mit etwas Nachsicht zuhören. Allerdings bin ich wirklich gut eingestimmt. Immerhin habe ich heute Nacht in einem Hotel übernachtet, das den Namen der wilde Mann getragen hat. Ich bin schon mal ganz gut vorbereitet, wobei ich mich beschweren muss. Erstens habe ich den wilden Mann nicht getroffen und zweitens habe ich, anders als Gregor Gysi, vor einem Jahr nicht in dem Zimmer übernachten können, wo einst die Kaiserin Sissi geschlafen hat. Also dieses besondere Erlebnis hat mir Klaus Ernst vorenthalten, das hat er nämlich getroffen. Aber es war trotzdem ein wunderschönes, romantisches Hotel und es hat ja vielleicht auch gewisse Vorteile, nicht auf den Spuren von Sissi zu wandeln, weil immerhin zeigt sie ja doch, dass blaues Blut nicht unbedingt der Garant für Glück sein muss. Und damit sind wir natürlich auch schon in der Gegenwart, weil ich denke, dass genau das Gleiche auch der adlige Bayern-Export ins Bundeskabinett zeigt, auch der, dessen Glanz ist ja doch zurzeit ziemlich dabei abzublättern. So muss man der Fairness halber sagen, ja, wer möchte natürlich auch gerne ein Ressort von Franz Josef Jung übernehmen, und zumal wenn es auch noch das Verteidigungsressort ist. Umgekehrt ist es allerdings schon so, dass ich denke, ein Baron ist in diesem Verteidigungsministerium doch bestens aufgehoben. Das ist immerhin mehr noch als alle anderen Ressorts wirklich das Münchhausen-Ressort dieser Bundesregierung. Jeden Tag tischen wir uns neue Lügen darüber auf, was denn im Sommer im Kundus wirklich passiert ist. Inzwischen, denke ich, hat sich sehr deutlich herumgesprochen, die Bundeswehr dort auf brutalste Weise eine Menschenansammlung bombardiert hat, dass es mehr als 130 Zivilisten gab, die dabei gestorben sind, sehr, sehr viele Kinder auch dabei. Allerdings statt rückhaltlos aufzuklären, was denn dort nun wirklich passiert ist, übt sich die Bundesregierung, übt sich ja von Gutenberg im Vertuschen, im Verschleiern und darin Verantwortung abzuwälzen. Ich denke, was in Afghanistan tagtäglich passiert, das ist ein einziger Skandal. Seit fast 10 Jahren wütet dort der Krieg und ich denke, spätestens seit Kundus, hat sich auch wirklich herumgesprochen, dass die Bundeswehr in Afghanistan eben Krieg führt und eben nicht Brunnen bohrt oder Frauen über die Straße hilft, sondern das, was dort stattfindet, ist brutaler, schmutziger Krieg, wo Menschen ermordet werden, wo Menschen verstümmelt werden, wo Häuser zerstört werden, wo das bisschen an Infrastruktur, was dieses Land hat, auch noch ruiniert wird, wo Leid und Grauen über dieses Land gebracht wird, wo im Grunde schon sehr viel Grauen auch passiert ist. Die Bundeswehr hat ja mittlerweile über 4.000 Soldaten dort in Afghanistan. Die werden jetzt nochmal aufgestockt. Über 4.000 Soldaten, die weitgehend unkontrolliert ihren Aufträgen nachgehen. Und wir alle haben es erlebt und wissen es inzwischen, also diese Aufträge sind nicht etwa das Grundgesetz zu verteilen, damit die Afghanen nachlesen können, was denn dort am Hindukusch verteidigt wird, sondern dieser Auftrag ist, unkontrolliert Jagd auf vermeintliche Terroristen zu machen und dabei viele sogenannte Kollateralschäden immer wieder in Kauf zu nehmen. Inzwischen ist ja auch die Bundesregierung gezwungen gewesen, darüber nachzudenken, zumindest öffentlich, dass man irgendwann vielleicht diesen Krieg auch mal beenden muss. Wobei das Kuriose dabei ist, jetzt macht sie uns gerade weiß, um irgendwann aus Afghanistan abzuziehen, müssen sie erstmal noch mehr Truppen nach Afghanistan hinschicken. Also das ist in etwa so logisch, als wenn mir einer erklären würde, er will sich das Rauchen abgewöhnen und um dahin zu kommen, muss er jetzt erstmal noch 2 Zigaretten mehr am Tag packen. Also das kann ja wohl nicht irgendjemand ernst nehmen, was sie dort betreibt. Und ich denke, es ist trotzdem sonnenklar. Die einzige vernünftige Konsequenz aus diesem Afghanistan-Desaster ist das, was die Linke schon immer fordert, raus aus Afghanistan und zwar sofort. Ich denke an die Wirtschaftspolitik, wo es um nichts besser aussieht. Tricksen
Verletzen, täuschen, verschleppen, betrügen. Wenn man es auf einen kurzen Nenner bringen will, dann ist das die Bilanz der ersten 100 Tage dieser Bundesregierung im wirtschaftspolitischen Bereich. Man kann es natürlich auch höflicher ausdrücken. Man kann zum Beispiel auch sagen, dass die Bundesregierung ein Vermittlungsproblem hat. Ich denke, das hat sie wirklich. Sie hat ein Problem, auch nur irgendetwas von diesem ganzen Mist zu vermitteln, den sie da in diesen ersten 100 Tagen im wirtschaftspolitischen Bereich verbockt hat. Und das Interessante ist ja, darauf hat ja Eva auch schon hingewiesen, wie desaströs die Entscheidungen dieser Bundesregierung sind. Das scheint sich ja inzwischen sogar bis hin zu ihren Anhängern durchzusprechen. Das sieht man an den Umfragewerten, sowohl der CDU, ganz besonders allerdings der FDP. Die FDP hat ja bekanntlich jetzt fast ihre Umfragewerte halbiert im Vergleich zum Bundestagswahlergebnis. Ich denke, das ist wunderschön. Das ist auf jeden Fall auch ein Applaus wert. Aber man muss natürlich auch sagen, auch 8% für diese Partei, das sind doch immer noch 8% zu viel. Wo kommt denn die Kohle? Wirklich nicht zu nahe treten.
Aber ich glaube, wenn es noch irgendeines Beweises bedurft hätte, dass es wirklich keinen Gott gibt, dann ist er jetzt erbracht. Ich möchte nicht wissen, wie viele Schoßgebete in den letzten Jahren gen Himmel geschickt wurden, dass uns Guido Westerwelle in Regierungsverantwortung erspart bleiben möge. Sie haben alle nichts geholfen, das Leben ist hart und wir sind recht. Da sitzt denn nun Guido Westerwelle als Vizekanzler, als Außenminister, als FDP-Chef. Und ich denke, dieser Mann beweist wirklich tagtäglich, dass er nichts begriffen hat und dass er nicht den geringsten Ansatz einer Verantwortung im sozialen Bereich irgendwie zu begreifen, auch nur willens ist. Dieser Chef. Dieser Chef der Besserverdienerpartei, dieser Chef. Das war ein Sender, ich weiß nicht, ob der FDP nahesteht. Der hat uns also mit seiner Ansicht beglückt, dass eine Erhöhung der Hartz-IV-Sätze tatsächlich der gerade Weg in den Sozialismus wäre. Da kann man natürlich nur sagen, hätte dieser Mann doch nur einmal in seinem Leben recht. Ich glaube, da würden wir doch alle feiern. Und das Problem ist natürlich, wenn man diesen Schwachsinn zu Ende denkt, dann heißt das, dass ausgerechnet Hartz IV in dieser jämmerlichen, menschenunwürdigen Form, wie wir es haben, quasi das Bollwerk ist, was uns in Deutschland vom Sozialismus bewahrt. Und da kann man natürlich nur sagen, ja, da muss Guido Westerwelle wirklich allabendlich auch Gebete in Richtung Herrgott schicken, und zwar Dankesgebete, dass nämlich 1998 Schwarz-Gelb abgelöst wurde durch die Schröder-Regierung und durch Rot-Grün, weil die waren es ja bekanntlich, die mit Hartz IV dann dieses Bollwerk gegen den Sozialismus überhaupt erst eingeführt haben, weil das war ja vorher doch tatsächlich nicht vorhanden, sondern die sozialen Leistungen waren immerhin noch deutlich höher, als sie heute sind. Helmut Kohl und Hans-Dietrich Genscher als aufrechte Sozialisten. Ich denke, das ist ein Gedanke, an den man sich wirklich erstmal gewöhnen muss. Aber das heißt natürlich trotzdem nicht, dass einem nicht manchmal die Sehnsucht nach der guten alten Zeit beschleichen kann, wenn man sich anguckt, was Westerwelle und die Seinen da so treiben und erzählen. Zum Beispiel auch in dem Sinne der jüngsten Einlassungen des Außenministers zu der Frage, was eine Kellnerin verdienen darf oder wie viel davon der Abstand zu Hartz IV sein. Und ich denke, das ist doch wirklich unglaublich. Da stellt sich der Vizekanzler dieses Landes hin und skandalisiert nicht etwa die unerträglich niedrigen Löhne der Kellnerin, sondern das, was ihm einfällt, ist, diese hundsmiserabel bezahlte Kellnerin in Stellung zu bringen gegen den Hartz-IV-Empfänger, obwohl doch völlig klar ist, dass beide am Monatsende von dem nicht leben können, was sie dort in der Tasche haben. Ich finde, das ist ein Zynismus sondergleichen. Leistung sich lohnen soll. Kein Wort fällt ihm ein zu längst überfälligem Mindestlohn. Kein Wort fällt ihm ein zu Kinderarmut. Kein Wort fällt ihm ein zur Würde des Menschen, die angeblich unantastbar sein soll und in diesem Land nun wirklich tagtäglich für immer mehr Menschen mit Füßen getreten wird. Das ist der eigentliche Skandal und nicht der Umstand, wie groß der Abstand zwischen den Hungerlöhnen und Hartz IV ist. Der Skandal sind die Hungerlöhne. Das ist das Problem. Und das Verständnis für diejenigen hat, die selbst diese niedrigen Steuern am Ende nicht zahlen wollen und
lieber ihr Vermögen am Fiskus vorbei in alle möglichen Steueroasen schleusen. Ich denke, da bekommt dieser alte Slogan der FDP doch einen ganz neuen Inhalt, nämlich der Slogan, Freunde der Freiheit müssen Kurs halten. Ich glaube, gemeint ist ja offenbar Kurs in Richtung Schweiz. Ja, das ist natürlich auch ein Wort. Wir haben ja jetzt auch viel gehört in der Debatte über diese Steuer-CD. Viele hehre Worte sind gefallen über Rechtsstaat, über Bankgeheimnis, dass dort doch dieser Kauf, dass das doch hochskandalös ist. Und ich frage mich natürlich immer wieder und wundere mich auch ein bisschen, wie doch jedes Mal die Aufregung immer nur dann ansetzt, wenn es um die Bankdaten reicher Leute geht. Dass dieses Bankgeheimnis für Massen von Menschen, gerade für Menschen mit Hartz IV in diesem Lande, längst nicht mehr existiert, dass die jeden Kontoauszug offenlegen müssen, das regt die überhaupt nicht auf, die sich jetzt so aufregen. Aber wenn es um die Reichen geht, wenn es um die geht, die Steuern nicht mehr. Noch deutlich mehr in der Richtung gekommen werden. Und vor allem
allem da Schwarz-Gelb ja in vielen Fragen als gelehriger Schüler von der Großen Koalition agiert, können wir eigentlich damit rechnen, dass es jetzt wahrscheinlich irgendwann neue Regelungen in dem Sinne geben wird, nicht etwa Arbeitsplätze zu schaffen, wofür es Möglichkeiten gäbe, zum Beispiel im öffentlichen Dienst neue Stellen zu schaffen. Die Linke fordert 1 Million neue Stellen im öffentlichen Dienst. Die wären nicht nur konjunkturpolitisch notwendig, die sind auch überfällig, wenn man sich die Zustände an Schulen und Krankenhäusern anguckt. Aber das ist alles von Schwarz-Gelb. Industriepolitik zu erwarten, die tatsächlich die industriellen Arbeitsplätze stützt. Es ist von Schwarz-Gelb auch nicht zu erwarten, dass die Binnenkaufkraft in diesem Lande endlich gestärkt wird, um tatsächlich auch den vielen Unternehmen, vor allem den kleineren, die hier auf den Binnenmarkt angewiesen sind, Absatz zu gewährleisten. Das ist alles nicht zu erwarten. Aber was zu erwarten ist, sind weitere Tricksereien. Vielleicht wird dann in Zukunft nicht mehr als arbeitslos gezählt, wer sich dienstags beim Arbeitsamt meldet oder wer grüne Augen hat. Also das wäre um nichts natürlicher als diese ganzen Maßregeln, die wir schon haben. Aber es sind eben nur Tricksereien, es ist eben kein Kampf gegen Arbeitslosigkeit. Und insoweit, in dem Punkt kann man ja Guido Westerwelle auch mal zustimmen. Tatsächlich, wenn man sich diese Zustände anguckt, dann kann einem schon eine gewisse Parallele zu spätrömischer Dekadenz einfallen. Auf die Betroffenen, sondern in Bezug auf eine Wirtschaftsordnung, die immer mehr Menschen die Chance nimmt, sich mit eigener Arbeit tatsächlich ihr Einkommen zu verdienen, und in Bezug auf eine Politik, die ihre neoliberalen Glaubenssätze auch dann noch herunterbetet, wo sie sich längst an der Realität vollkommen blamiert haben. Das ist tatsächlich Dekadenz, finsterste Dekadenz. Aber die Regierung besteht natürlich nicht nur aus Blaublütern und nicht nur aus FDP-Schnöseln, an denen ich mich bisher abgearbeitet habe, sondern die Regierung besteht natürlich auch wenn man es irgendwie kaum noch merkt, aus einer Kanzlerin. Und da ich ja sowieso immer als DDR-Verehrerin verschrieben bin, will ich jetzt auch mal wirklich was Gutes über die DDR sagen. Tatsächlich war die DDR ja so angelegt, dass sie so eine bestimmte Art von Opportunismus nahegelegt hat. Es war nämlich in der DDR wirklich günstig, nicht aufzufallen. Und ich muss sagen, ich bin immer wieder beeindruckt, wie Frau Merkel diese in der DDR erworbene Eigenschaft hat. Milliarden in diesem Jahr, und das ist ja auch wirklich heftig. Also 100 Milliarden,
können wir mal runterrechnen, was das für jeden von uns bedeutet. Also das heißt schon wirklich Weg in den Schuldenturm. Nur jetzt kommt wirklich der Punkt, auch wenn euch das vielleicht irritiert, aber hier muss man die FDP mal in Schutz nehmen. Es ist einfach nicht redlich, dieser Regierung vorzuwerfen, dass sie den Hauptanteil daran hat, dass wir jetzt in solcher Form in die Neuverschuldung schlittern. Alleine 13 Milliarden in diesem Jahr an Mindereinnahmen, an steuerlichen Mindereinnahmen, gehen auf Entscheidungen zurück, die noch zu Zeiten der Großen Koalition getroffen wurden, also an denen die SPD selber beteiligt war. Nämlich im Zuge dieses sogenannten Konjunkturpakets, das eben auch massenhaft Steuerentlastungen, vor allem für Besserverdienende, enthalten hat. 13 Milliarden sind geerbte Schulden, so gesehen, und nicht solche, die diese liberalen Steuersenkungsfanatiker, so unsympathisch sie uns erscheinen mögen. Aber an denen sind die vollkommen unschuldig. Und das Gleiche gilt, das muss man der Fairness halber auch sagen, natürlich auch für diese gesamten Steuergeschenke der Vorjahre. Geschenke an Konzerne, Geschenke an Vermögensmillionäre, Geschenke auch schon bei der Erbschaftssteuer, Geschenke an Banken, Geschenke an Erben. Also all das, was in den Jahren vorher an Steuergeschenken gemacht wurde, womit die öffentlichen Haushalte geplündert wurden, das alles trägt natürlich jetzt zu dieser extremen Neuverschuldung bei. Und das Einzige, was Schwarz-Gelb schon auf die eigene Kappe nehmen muss, das ist eben dieses schwachsinnige Wachstumsbeschleunigungsgesetz. Da hat ja Eva schon den korrekten Namen auch kreiert dafür. Das bedeutet aber lediglich eine zusätzliche Verschuldung von 8,5 Milliarden. Das heißt, das ist der deutlich kleinere Posten im Vergleich zu dem, was ererbt wurde. Und deswegen muss man hier einfach, weil man ja auch fair sein will, wirklich sagen, wenn die SPD dieser heutigen Regierung unsolide Finanzpolitik vorwirft, dann ist das in etwa so, als würde ein notorischer Trunkenbold, der gerade sein Jahreseinkommen verpfändet und sein Jahreseinkommen versoffen und sein Haus verpfändet hat, als würde der seine Frau verprügeln, weil sie jetzt auch noch ein paar Schuhe auf Pump gekauft hat. Ja. Ich denke, das ist auch eigentlich das Schlimme an der Politik in diesem Land, dass außer der Linken alle mehr oder weniger an einem Strang ziehen. Sie alle stehen für Steuergeschenke an die Reichsten, sie alle stehen für Plünderung der öffentlichen Haushalte und sie alle stehen im Extremfall, wenn dann die Sparzwänge da sind, natürlich auch für rabiate Sozialkürzungen. Und keiner von denen thematisiert, was ausschließlich die Linke thematisiert. Die Alternative zu diesem ganzen Desaster sind eben nicht Sparkürzungen und sind nicht weitere Steuergeschenke, sondern die einzige Alternative wäre, das Geld dort wieder einzusammeln, wo es über all die Jahre hingeschaufelt wurde, nämlich bei den Reichsten, bei den Banken, bei den Konzernen. Das wäre tatsächlich ein Weg, die öffentlichen Finanzen zu sanieren, und das wäre auch ein Weg, aus diesem Schuldenturm wieder rauszukommen. Schwarz-Gelb hat übrigens noch was geerbt. Auch das sollte man, denke ich, nicht unberücksichtigt lassen. Schwarz-Gelb hat auch diesen völlig fehlkonstruierten Bankenrettungsschirm geerbt. Und das ist ein Bankenrettungsschirm, dank dessen Herrn Ackermanns Haus, also die Deutsche Bank, ja schon wieder im letzten Jahr 5 Milliarden Euro Gewinn eingestrichen hat. In diesem Jahr hat Herr Ackermann 10 Milliarden Gewinn angepeilt, während der Steuerzahler wahrscheinlich noch auf unabsehbare Zeit mit Milliarden, und zwar 100 Milliarden an Kosten belastet sein wird. Denn der Staat hat im Rahmen dieses Rettungsschirms immerhin insgesamt 480 Milliarden Euro bereitgestellt. Und etwa die Hälfte davon ist inzwischen in Form von Bürgschaften und in Form von Eigenkapitalhilfen tatsächlich ausgegeben. Und ich denke, wir haben uns alle gewundert oder waren alle etwas verblüfft, als dieser Rettungsschirm aufgelegt wurde, wie wirklich dieser selbe Staat, der mit jedem Hartz-IV-Empfänger um 10 Euro feilscht, als hinge daran der Staatsbankrott, wie ausgesprochen nonchalant und wie ausgesprochen ungeniert und freizügig er ausgibt, sobald es um Summen jenseits der Milliardenschwelle geht. Da hat man wirklich keinen Staat. Ja, gibt es keinen Spaß. Und dann muss man natürlich auch sehen, das läuft natürlich heute so weiter, völlig klar. Und dann muss man natürlich auch noch sagen, wenn man sich diese Rettungsschirmpolitik anguckt, im Grunde kriegen die Banken dieses Geld sogar zweimal. Sie bekommen es einmal als Rettungsmilliarden. Und natürlich auch nicht nur die, die es direkt kriegen. Also zum Beispiel die Hypo Real Estate,
die inzwischen fast 100 Milliarden hat, wenn man die Bürgschaften mitnimmt, die hat das natürlich nicht bei sich in Tresoren gebunkert, sondern die hat das weitergegeben, indem sie zum Beispiel Kredite gesichert hat, die die Deutsche Bank ihnen gegeben hat, die die wiederum hätten abschreiben müssen. Also das läuft weiter. Da kriegen es die Banken zum ersten Mal. Aber die Banken kriegen im Grunde das gleiche Geld nochmal, nämlich in Form eines Bombengeschäfts, das sie mit der Staatsverschuldung machen. Weil die Staaten natürlich wegen der Bankenrettung und wegen der Antikrisenprogramme sich ja international in den letzten anderthalb Jahren in Billionen von neuen Schulden stürzen mussten. Also im Schnitt ist ja die OECD, sind die OECD-Länder, tatsächlich haben ihre Schulden um 24 Prozentpunkte erhöht. Auch die griechischen Probleme haben nicht zuletzt damit zu tun. Ja, und bei wem nehmen die Banken, nehmen die Staaten diese Schulden auf? Ja, bei denselben Banken, die sie vorher mit dem Geld gerettet haben. Also im Grunde ist das so, wenn man sich diese Situation mal richtig auf der Zunge zergehen lässt. Das ist so, als würde mir ein Einbrecher mein Haus leer räumen. Dieser Einbrecher würde gefasst, jeder weiß, wer es war. Und dann würde ich allerdings zu diesem Einbrecher hingehen und nicht etwa sagen, verdammter Kerl, gib mir meine Möbel zurück. Nein, ich wäre ein Politiker und würde höflich zu diesem Einbrecher sagen, guter Mann, mein Haus ist leer, weißt du ja, du hast es ja ausgeräumt, ich habe keine Tische, ich habe keine Stühle, das ist verdammt unbequem, sei so nett, gib mir einen Kredit, damit ich mich neu einrichten kann. Wenn dieser nette Einbrecher mir den Kredit gibt, dann zahle ich ihm am Ende Zinsen und Provisionen dafür. Das ist das, was die herrschende Politik mit diesen Banken macht. Sie hat sich erst von ihnen ausrauben lassen und jetzt nimmt sie bei ihnen die Kredite und darauf sollten wir jetzt wirklich auch alle anstoßen. Danke.